Bitcoin hat auch ökonomische Grundprinzipien, die nicht zu vernachlässigen sind. Angebot und Nachfrage und ein Fixed Supply von 21 Millionen ist was Einzigartiges. Die Genau. Schwierigkeit ist da, es ist ein Paradigmenwechsel. Viele verstehen nicht, was heißt denn digitale Knappheit jetzt und wie kann das auch in Zukunft funktionieren? Also eben hat das Wert. Das ist eine Diskussion, die wir oft in der Bank führen. Bitcoin hat keinen Wert. Und doch, der Markt sagt, es hat einen Wert. Willkommen zurück, schön, dass du da bist. Sei doch so lieb und lass ein Like da und abonniere den Kanal. Das hilft diesem Projekt ganz enorm. Ja, und was dir helfen kann bei der Sicherheit deiner Bitcoin, das ist die Bitbox O2 Hardware Wallet. Open Source, sleekes, minimalistisches Design, auch der Software aus der Schweiz. Ich nutze sie jeden Tag und mit dem Code WASBITCOIN bringt, kannst du dir 5% sparen beim Kauf. Ich bin verbunden mit der Schweiz, mit dem Serge Kaulitz. Servus Serge. Hi Nico. Du bist Banker und Bitcoiner. Ist das die richtige Vorstellung für dich? Ich bin kein Banker, ich bin eher Analyst. Da würde ich sagen, ich komme nicht aus dem Banking grundsätzlich, aber Bitcoiner, ja. Aber du arbeitest bei der Bank, bei der Luzerner Absolut, Kantonalbank. ja, ich arbeite für eine Bank, aber habe keine klassische Bankausbildung gemacht in dem Sinn. Okay, aber wer für eine Bank arbeitet, der qualifiziert sich als Banker. Also gut. Und wir sprechen heute, wir sind zusammengekommen über die Konferenz Bitcoin mit Dorfkeller. Das ist am 16.11. bei freiem Eintritt. Kannst du ganz kurz dazu über die Konferenz sprechen? Du wirst auch dort sein. Genau, das ist von den Kollegen aus Nidwalden. Da gibt es verschiedene Stände. Die haben das zum ersten Mal eigentlich so aufgebaut. Und ich finde es sehr schön, dass es jetzt auch in Nidwalden ein Bitcoin-Event-Forum gibt, das das Thema den Leuten näher bringt. Also genau, ich und meine Kollegen werden da sein und natürlich das Thema Bitcoin den Leuten näher bringen. Finde ich toll, dass das offenbar auch schon so weit fortgeschritten ist in der Schweiz, wichtiger Bankenstandort und so weiter. Aber fangen wir vielleicht mal bei dir an, weil du hast nämlich Hintergrund, sehe ich den Jeff Booth, den Preis der Zukunft. Ich hatte ja schon oft das Vergnügen, auch mit dem Jeff Interviews zu führen und ihn kennenzulernen. Wirklich, wirklich cooler Guy. Warum steht denn das Buch da? Das Buch steht da, es ist eines von vielen Büchern. Bitcoin ist für mich seit Jahren Begleiter und auch Rabbit Hole. Also es hat verschiedene Themen, die Bitcoin mit sich bringt und unter anderem auch, ich sage jetzt mal, Unternehmensentwicklung oder was es für die Gesellschaft grundsätzlich bedeuten würde. Und Jeff Booth hat da eine sehr breite Erfahrung an oder verschiedene Unternehmen begleitet und weiß auch, was es bedeutet, neue Geschäftsmodelle zu implementieren. Und das ist ja eigentlich auch das, was wir bei der Luzerner Kantonalbank gemacht haben. Also wir haben ein neues Thema von Ground Up. Ich bin jetzt seit 2016 mit dem Thema eigentlich beschäftigt. Und das hat grundsätzlich angefangen Blockchain. Das war in aller Munde. Blockchain für dies, Blockchain für das. Und dann hat man sich beschäftigt mit dem. Und es war dann grundsätzlich innerhalb von der Bank. Also ich war am Anfang alleine. Entrepreneurship innerhalb von der Bank, das Thema eigentlich aufzubauen. Und das ist so eigentlich, ich sage jetzt mal, ein Wegebegleiter, Jeff Booth, wie er das angegangen ist, was Risiken, was Chancen sind. Und das sind auch Punkte, die wir natürlich jetzt im Aufbau des Themas, Widerstände, Diskussionen, die man führen muss, eigentlich so mitgenommen aufgebaut haben. Und das ist jetzt eigentlich ein Grund, warum das Buch da hinten steht. Dann erzähl doch bitte mal ein bisschen, wie das ist. Also einerseits, warum bist du dieser Bitcoin-Guy gewesen und wie war der Aufbau innerhalb einer Bank in der Schweiz? Ich bin oder war oder bin immer noch im 2016 eigentlich der Digitalisierung angesiedelt. Also das ist ein Team, die beschäftigt sich mit Entwicklung von Apps, die beschäftigt sich mit neuen Themen. Und ich konnte da der Innovationsthemen betreuen. Da war künstliche Intelligenz mit dabei, da war Digital Trust mit dabei, da war natürlich auch Blockchain und Kryptowährungen mit dabei. Und dann haben wir irgendwann mal gesagt, ja, eben alle reden davon. Was ist denn das eigentlich?
Grundsätzlich war da das Thema, es braucht keine Banken mehr. Und das war natürlich aus unserer Sicht auch eine Risikobetrachtung. Also wir wollten wissen, ist denn das wirklich so? Und das hat angefangen mit, ich gehe auf Foren. Wir sind relativ nah am Crypto Valley. Dadurch auch immer wieder an Konferenzen gewesen. Wir haben Workshops besucht. Ich habe Summer Schools gemacht, wo wir die Technologie ausprobiert haben. Eben, wie funktioniert das mit den Transaktionen? Was sind Blockzeiten? Wie können wir es implementieren? Und so hat das eigentlich Schritt für Schritt, haben wir oder ich das Know-how aufgebaut und eigentlich auch so über alle Managementstufen weitergegeben. Und ich glaube, das ist ja auch sein Mantra von Bitcoin, Education is key, also lernen. Und das haben wir eigentlich auch hands-on über die Technologie und die unternehmensweite Strukturen, Management eigentlich so weitergegeben. Das war ein Hauptaspekt. Also wir haben gelernt, vor allem auch eben, mit Proof of Concepts. Wir wollten nicht nur Slides lesen und Anbieter hören, was jetzt das alles kann, sondern selber auch ausprobieren, Nodes betreiben, Hardware-Wallets aufsetzen, Apps, eben was gibt es für verschiedene Kryptowährungen, was sind da die Mechanismen dahinter, was sind Vor- und Nachteile dafür und eben so eigentlich das Thema aufbauen. Das Ziel war, die Asset-Klasse für die Bank und dann auch für die Kunden zu erschließen. Zuerst hatten wir eigentlich noch kein Ziel, sondern erstmal eine Betrachtung, was könnten das eigentlich sein? Und ja, die Antwort daraus war, es ist wahrscheinlich eine Asset-Klasse oder wird sich als Asset-Klasse etablieren. Ich sage jetzt mal ein bisschen zurück. 2017 war es ja noch ein bisschen anders mit der Maturität des Marktes. Mhm. Oder auch eben ein Kundenbedürfnis für die Asset-Klasse, für Technologie an und für sich, für gewisse Produkte oder Services, die wir als Bank bieten können. Und das hat sich, sag ich jetzt mal, im Laufe der Analyse und Aufbau des Projekts, also wir haben das über verschiedene Stufen gemacht, es waren Vorprojekte, haben wir mit Institutionen wie der ETH mal geprüft, ja, wie groß ist denn eigentlich der Markt, wie viele Börsen gibt es auf der Welt, wie handeln die, wie groß ist bereits die Marktkapitalisierung, was möchten Kunden, also was Such der Kunde, Nutzerfreundlichkeit, alles an einem Ort, bei einer Bank, die Hausbank, für Kunden, die noch keine Self-Custody machen oder dazu Maß gemacht haben. Und daraus ist es natürlich so entstanden, ja. Ein Produkt, ein Kundenbedürfnis, das sich auch jetzt aufgrund der Reise, die das Asset Bitcoin und die Technologie gemacht hat, geformt hat. Also wir sehen es ja jetzt nicht erst seit den ETFs, sondern schon seit ein paar Jahren, dass Banken daran arbeiten und Kunden auch nachfragen. Und da haben wir auch eine Verantwortung als Partner für Kunden bei der Bank, erstens mal Antworten zum Asset zu haben. Was ist ein Bitcoin? Wie funktioniert's? Und nicht einfach sagen, es interessiert uns nicht, sondern auch zu verstehen, wie es denn eigentlich implementiert werden kann und was wir für Kunden eigentlich für einen Mehrwert bieten können. Und das war schon 2016? Habt ihr damit angefangen? Hast du das richtig gesagt? Genau. Habe ich das richtig verstanden? Das hast du richtig verstanden. Wir haben relativ früh damit angefangen. Ich hatte da das Glück, auch die Unterstützung vom Management zu haben, eben Summer Schools zu besuchen und wirklich dazu mal schon eigentlich die Technologie zu betrachten. Und der Kontext dazu mal und auch, ich sage jetzt mal, das Sentiment, das war da grundsätzlich unterschiedlich zu heute. Also ich habe da mal einen VR-Vortrag gemacht und zu einem Proof of Concept, wie das Ganze funktioniert. Und die erste Frage war, ja, wurde das schon gehackt oder ist das nur für Kriminelle? Und diese Fragen haben wir heute natürlich auch noch. Wir haben aber bessere Argumente dafür, dass es eben nicht so ist oder mehr Erfahrung, dass es nicht so ist. Und ich sage jetzt mal Analysen, aber das war dazu mal schon noch eine Herausforderung und das hat auch die Zeit gebraucht. Also das war innerhalb von der Bank wirklich Lernen über die Zeit. Eben, ich war am Anfang alleine, dann kamen Kollegen dazu. Wir haben ein kleines Projektteam geformt, 5 Leute, 10 Leute und jetzt schaffen 10, 15 Leute daran. Wir haben viele, ich sage jetzt mal, Abteilungen betroffen. Legal und Compliance ist ein wichtiger Punkt bei uns. Handel logischerweise 7x24. Also Vorteile vom Bitcoin-Netzwerk nutzen, Transfer in und out, Transferierbarkeit zur Verfügung stellen. Und das sind Sachen, die wir
über die Zeit gelernt haben, auch, sag ich jetzt mal, die Technologie in die Bank oder die Legacy-Systeme zu integrieren. Und das ist schon eine große Herausforderung auch, weil am Anfang eben 2017, 2020 die Leute gesagt haben, Blockchain verstehen wir nicht, Bitcoin wollen wir nicht, weil ESG und Energieverbrauch hoch und für Kriminelle. Und eben so haben wir das schrittweise dann eigentlich aufgebaut. Und immer auch probiert, ich sage jetzt mal, aus einer objektiven und einer analytischen Sichtweise eigentlich zu argumentieren und eigentlich aus Technologie auch zu nutzen. Weil ich finde, also wenn du mir jetzt gesagt hast, wir haben das jetzt nach dem großen Hype 2018, 19 sind wir das angegangen, dann hätte ich gesagt, okay, extrem früh, aber 16, das ist ja noch bevor der Bitcoin-Hype 17 überhaupt dann losgegangen ist. Also finde ich wirklich beeindruckend. Aber wie hat sich das dann entwickelt? Also auch aus deiner eigenen Perspektive, war das damals so, dass du gesagt hast, welche Kryptowährungen gibt es, welche Blockchains, also verschiedene? Ist es heute so, dass ihr unterschiedliche anbietet oder konzentriert ihr euch inzwischen auf Bitcoin? Wie ist das? Genau, wir haben es dazumals als Technologie gesehen, die verschiedene Möglichkeiten auch in der Finanzinfrastruktur bieten könnte und, sag ich jetzt mal, Implikationen haben könnte, wenn es dann eben keine Drittparteien mehr braucht oder effizientere Abwicklung mehr braucht. Und wir wollten uns da eigentlich grundsätzlich, oder die Überlegung dahinter war, technologie-ready zu sein. Wir haben ja auch ein bisschen einen anderen Ansatz als unsere Mitbewerber. Wir machen oder wir lassen unser Setup nicht von einer Kryptobank oder von einem Drittanbieter machen, sondern wir haben die Verwahrung selber umgesetzt, also Key-Management war zentral. Mhm. Wir haben den Handel selber umgesetzt, also 24x7 Handel, was machen wir am Wochenende. Wir haben das ganze GWG, also AML-Framework, also die Geldwäscherei-Punkte für Transfer und Out selber umgesetzt. Und das war dann schon auch ein wichtiger Punkt und wir haben dadurch eigentlich auch, oder ich sage jetzt mal durch die einzelnen Coins, sehr viel gelernt. Ich mache ein Beispiel. Key Management. Für eine Bank ein total, also es ist was Neues. Haben wir noch nie gemacht. Wir haben uns damit beschäftigt. Wir kennen vielleicht Hardware Wallets, wir kennen Börsen, wir kennen die Vor- und Nachteile dafür. Aber was bedeutet das in einem institutionellen Setup? Nur schon, wie verwahre ich die Keys am besten? Und es gibt verschiedene Anbieter dafür, Technologieprovider. Wir haben auch einen Technologieprovider für das, Fireblocks, der eigentlich die Plattform zur Verfügung stellt und die Server, die wir machen. Und jetzt haben wir uns gefragt, ja, wie gehen wir an das heran? Und grundsätzlich war es so, dass wir uns überlegt haben, ja, was gibt es denn alles für mögliche Szenarien, dass was schiefgehen kann? Also der Anbieter ist nicht mehr da, wir haben Stromausfall, die Keys werden irgendwie falsch gelagert, ich sage jetzt mal auf dem SD-Stick oder auf Papier, was kann alles passieren? Also solche Überlegungen, wie du dir als in einer Self-Custody auch machst, haben wir uns für als Bank auch machen müssen, nur halt in einem größeren Kontext. Und das ist dann so weit gegangen, dass die Key-Zeremonie und die Schlüsselerstellung von, ich sage jetzt mal Start, als wir überlegt haben, bis zur Erstellung anderthalb Jahre gedauert hat. Also wir haben uns wirklich zuerst überlegt, was kann da schiefgehen? Entropie erhöhen, wie kann ich das machen? Beispielsweise mit Würfel. Ich kann Zahlen würfeln, ich kann auch ein technologische Hilfsmittel benehmen, ein Random Generator, die mir ein Passwort ausgibt und so weiter. Und was ist sicherer und wie kann ich eben eine Möglichkeit für Hacks oder für dass der Key verloren geht, minimieren. Und so haben wir ganz viele Technologien, ich sage jetzt mal auch Altcoins eigentlich angeschaut und das müssen wir aus Banksicht auch, weil da verschiedene Kundenbedürfnisse vorhanden sind, was denn Vor- und Nachteile sind von einzelnen Coins. Daraus ist ein Angebot entstanden und wir sind da relativ schmal unterwegs. Wir wollten auch, ich sage jetzt mal, Coins oder Kryptowährungen mit Erfahrung. Bitcoin logischerweise hat einen langen Track Record. Wir wissen, wie die Maturität eigentlich da ist, haben gute Erfahrung. BlackRock liefert jetzt da auch immer wieder gute Analysen, wie der Markt eigentlich funktioniert, Zuflüsse, Abflüsse. Aber da muss ich dich kurz stoppen, ja?
du redest da jetzt von 2016, 2017, 2018 und jetzt haben wir 2024 und jetzt kommt plötzlich BlackRock um die Ecke. Also ich meine, ja, war das dann für dich auch eine Bestätigung innerhalb der Bank? Hat man da quasi dann einen Tag lang mal Shampoos getrunken und gesagt, hey, wir liegen richtig? Shampoos getrunken haben wir nicht, aber es bestätigt eigentlich das, was wir, sag jetzt mal, die Hypothesen, die wir getroffen haben. Und das geht darauf zurück, einerseits die Mehrwerte der Technologie. Also grundsätzlich bietet ja Bitcoin oder das Bitcoin-Netzwerk durch die Funktionalität, die es hat, neue Möglichkeiten. Also es hat es vorher noch nicht gegeben, dass Wert eigentlich im Internet transportiert werden kann, ohne eine Drittpartei. Also es ist wie ein weiteres Puzzle zu den ganzen Protokollen, die wir haben. Also was macht das? Und was bedeutet das in der Adoption? Also warum adoptieren das Leute in Bitcoin? Was kann Bitcoin sein? Technologie, es kann Store of Value sein und weitere Punkte. Also wir haben da Hypothesen getroffen, haben natürlich, wir waren nah am Markt, auch mit anderen Anbietern, mit Mitbewerbern und haben da ein bisschen antizipiert, wo das hingehen könnte. Auch das makroökonomische Umfeld natürlich spielt da mit. Also wir haben das mit Corona miterlebt. Wir haben es jetzt, wir haben es 2008, was ja auch im ersten Genesis-Block verewigt ist, mit der Bankenkrise dazu mal erlebt und weitere Punkte. Und wir haben das antizipiert. Also eben der Mehrwert, die Technologie bietet, eigentlich für uns und für die Kunden zu nutzen. Und ich glaube, Wert transferieren, auch Cross-Border-Transaktionen von A nach B, von hier nach Südamerika innerhalb von Millisekunden mit ganz kleinen Transaktionsfees ist was Neues. Kann viele effiziente Prozesse effizienter machen und schneller. Und daraus eben haben wir das eben abgeleitet und dann für uns so implementiert. Und ich glaube, die Bestätigung jetzt mit dem Markt, auch ETFs und weiteren Banken, die kommen, bestätigt eigentlich schon, was wir dazu mal schon antizipiert haben. Und ihr nutzt Bitcoin also nicht nur als Asset, das ihr den Kunden anbietet, sondern auch für Banken Geschäfte sozusagen für Werttransfer. Habe ich das jetzt richtig verstanden oder ist das eher das Potenzial, dass ihr das seht? Das ist eher das Potenzial. Der aktuelle Use Case, sag jetzt mal auch aus Kundensicht, ist schon vor allem Kauf und Verkauf. Ja. Sparen da drin, also als Anlageplan, DCA, monatlich was investieren und dann das als neues Asset entdecken. Wir sehen natürlich schon, dass das unsere Kunden, ich sag jetzt mal, Kantonalbank-Kunde ist jetzt nicht der hochtechnologisierte oder tech-affine Kunde oder Investor in der Regel, das gibt es natürlich auch, aber die sind dann natürlich noch ein bisschen weiter weg und dann darf man nicht, ich sage jetzt mal, naiv sein und denken, dass alle Kunden sich hunderte Stunden über Bitcoin informiert haben. Das ist nicht so, aber es kommen immer mehr dazu und wir tragen dazu einen Teil bei mit, ich sage jetzt mal, Factsheets, eben mit der Möglichkeit, dass der Kunde jetzt innerhalb vom E-Banking, wir haben das voll integriert, oder? Das ist ein Teil im E-Banking, anstatt Aktien kaufen, kann ich jetzt mit wenigen Klicks Bitcoin kaufen. Und da muss eigentlich keine Vorkenntnisse haben. Also er muss sich nicht mit der Technologie beschäftigen, was wir zwar sagen, wenn er was kauft, beschäftige dich mit Bitcoin, informiere dich darüber. Und natürlich sagen wir auch, no financial advice, wir dürfen keine Beratung machen. Wir haben jetzt ein Offering nur für Schweizer Kunden natürlich. Aber das ist eigentlich auch dort eine evolutionäre Geschichte. Und ich glaube, es ist auch, Michael Saylor hatte das auch kürzlich gesagt, ich glaube, auf der Bitcoin Atlantis, ein weiterer Schritt in der Adaption von Bitcoin und dem Netzwerk und der Technologie, dass Institutionelle und Banken eigentlich die Möglichkeit schaffen, dass Kunden, Retail, Kundenbanken eigentlich den Zugang zu solchen Assets weiter vorantreiben. Und das heißt, ihr bietet das quasi an, eigentlich bietet ihr das an, was Banken immer schon gemacht haben. Ich kann bei euch mein Geld aufbewahren, in dem Sinn. Genau. Also wir bieten an, dass der Kunde eigentlich im E-Banking die Bitcoin kaufen kann und die werden dann ähnlich Aktien in einem Depot gehalten.
Aber was wir jetzt neu noch anbieten, das war ja eigentlich auch das Grundkonzept von Anfang an. Wir wollten die Mehrwerte der Technologie nutzen. Also er kann das 24/7 handeln, ist neu für die Bank. Die Börse hat am Wochenende zu. Er kann es aber auch transferieren. Also wir wollen kein geschlossenes System machen. Der Kunde soll die Möglichkeit haben, einerseits die Assets zu uns zu bringen, wenn er das möchte, oder wenn er dann das irgendwo anders lagern möchte oder da vielleicht doch Self-Custody machen möchte, das herauszutransferieren. Und das sind schon auch die Punkte, die ich glaube, die wichtig sind, um die Technologieadoption und auch Bitcoin als solches weiter voranzutreiben. Da stimme ich zu. Bist du, also was kannst du mir denn über die Kunden und die Kundenreaktion sagen? Also du musst mir keine Kundenzahlen sagen, auch nicht, wie viel sie investiert haben, aber was sind eure typischen Kunden und wie haben die reagiert auf dieses Angebot? Das Feedback war sehr gut, weil wir haben probiert, einen sehr einfachen Zugang zu machen, eben im E-Banking integriert, hat es aufgeschaltet, mit einem Klick kann er Bitcoin kaufen, hat es drin. Es ist für die Kunden, die bis anhin, für die es zu kompliziert war, und das gibt's, da gibt es einige, die keine Self-Custody aus verschiedenen Gründen machen wollen, die Verantwortung nicht haben wollen, wenn es größere Beträge sind oder es noch zu kompliziert ist oder das Asset vielleicht nicht kannten. Also das war ein positives Feedback generell. Es gibt aber natürlich auch kritische Stimmen. Das muss man schon sagen. Auch innerhalb von der Bank immer noch. Mhm. Das sind verschiedene Themen. Die Volatilität des Assets, eben Stromverbrauch. Warum macht das jetzt eine Bank? Das ist alles nur Spekulation da drin. Und das sind Punkte, die wir jetzt auch adressieren und auch mit den Kunden eigentlich diskutieren. ESG, was bedeutet das? Stromverbrauch. Warum hat Bitcoin Stromverbrauch? Die Sicherheit auch gewährleisten im Netzwerk. Und warum, was machen dann die Miner und was ist Vor- und Nachteil jetzt von Proof of Stake oder Proof of Work in solchen Sachen? Ich glaube, das ist auch wichtig, dass wir als Bank oder wir jetzt als Team da innerhalb von der Organisation einerseits für Kunden Informationen zur Verfügung stellen, eben wie das funktioniert, was Vor- und Nachteile sind und dann eigentlich auch die Bank dazu befähigen, die Technologie zu verstehen und ich sage jetzt mal nicht nur die Mainstream-Medien zu lesen, wo es nur um Kurs hoch und runter geht, sondern sich ernsthaft damit zu beschäftigen. Da hat sich ja, was die Information betrifft, auch wahnsinnig viel entwickelt seit 2016. Also ich würde ja auch nicht in der Lage sein, erstens den Podcast zu machen, aber selbst das zu wissen, was ich weiß, wenn ich nicht in den Jahren davor schon viel bessere Medien gehabt hätte. Was konsumierst du da? Was sind deine Lieblingsinformationsquellen? Du kannst ruhig Namen nennen. Sehr gut. Podcasts. Ich höre Nico Jilch. Das ist wirklich eine Quelle, die sehr gut ist. Ich höre beim Autofahren ganz, ganz viel. Ich lese viele Studien aus verschiedenen Quellen. Eben, ich habe BlackRock genannt. Ich habe auch von Universitäten Sachen. Ich probiere da verschiedene Blickwinkel mit einzubeziehen. Ich erarbeite Sachen selber. Ich habe mich beispielsweise in letzter Zeit mal damit befasst. Was gibt es für organische Strukturen, die ähnliche, Mechanismen wie Bitcoin und das Netzwerk selber eigentlich abbilden. Das macht diese Mechanismen erfolgreich. Oder warum könnte das Bitcoin-Netzwerk erfolgreich sein? Und das sind Punkte. Ich Bitcoin-Bücher, ganz viel, das ganze Aprico Media Bücher-Sortiment habe ich durch, Bitcoin Standard, die orange Pille, Lynn Alden, da gibt es ganz viele Sachen, aber auch wirtschaftliche, geldtheoretische Bücher finde ich sehr spannend. Also ich finde die wirtschaftlichen Punkte bei Bitcoin genauso spannend wie technologisch. Also die Ethik der Geldproduktion, ein Buch, was ich unglaublich spannend finde und mit solchen Sachen. Guido Hüßmann, oder? Genau. Guido Hüßmann. Und mit solchen Sachen habe ich mich selber vor meiner Zeit, bevor das Rabbit Hole gekommen ist und bevor die Technologie da war und ich mich mit verschiedenen, Blockchains und Bitcoin, Geld, Wirtschaft beschäftigt haben, eigentlich viel weiter aufgegangen. Also Bitcoin ist für mich, ist erstens mal der Big Bang der Technologie, also die Mutter eigentlich der Kryptowährung. Und ich glaube auch,
wenn wir die anderen Technologien, Protokolle verstehen müssen, dann sollte man auch verstehen, wie der Big Bang eigentlich zustande kam und was die Vor- und Nachteile da drin sind. Und eben, es gibt halt wirklich sehr gute Quellen, wie du hast gesagt, eben 2017 war das noch ganz anders. Also es gab noch nicht so viele Podcasts. Guy Swan, eben Michael Saylor hat auch Berichte aus, wie das funktionieren könnte auf Unternehmensebene. Das sind auch Track Records, die wir jetzt sehen, nachvollziehen können, Vor- und Nachteile vergleichen können. Und da gibt es ganz viel. Hast du das neueste Interview mit Michael Saylor, mit der Lady aus Neuseeland gesehen? Ich habe nur gewisse Anekdoten daraus gelesen und die kontroversen Diskussionen aufgrund seiner Antwort, die er gegeben hat. Ich finde es deswegen so spannend, weil erstens fand ich es ganz toll gemacht, dass die hat sich wirklich unglaubliche Mühe gegeben, die war auch vorbereitet, was nicht unbedingt immer der Fall ist, wenn man mit Michael Saylor zusammentrifft. Und ich habe ihn auch schon ein paar Mal interviewt und ich habe manchmal den Eindruck, dass der wirklich in der Früh noch nicht weiß, was am Nachmittag die Rolle von MicroStrategy sein wird, weil sich auch in seinem Gehirn das in einer absoluten Höllengeschwindigkeit weiterentwickelt. Absolut. Und ich glaube, das ist auch das, was jetzt bei der Bank passiert. Also wir wissen ja nicht, wo die Technologie hingehen wird oder wie sich das Asset entwickeln wird. Wenn man den ganzen Analysen auch glauben darf und noch kurz no financial advice, muss ich als Bankvertreter sagen, dann könnte es sein, dass in Zukunft große Asset Manager Prozentteile an Bitcoin in ihren Portfolios haben werden. Also die Adoption ist im Steigen. Das sehen wir an verschiedenen Merkmalen und Parametern, sei es User-Adoption. Da gibt es ja immer die Parallele zur Internet-Adoption, wo wir etwa stehen. Das ist der Netzwerkeffekt. Das ist exponentiell. Auch das ist für uns als Unternehmen extrem schwer, oder ich sage jetzt mal für uns als Menschen extrem schwer nachzuvollziehen. Was heißt exponentielles Wachstum? Also das geht babadab. Das ist nicht eben linear oder jetzt mal schön langsam. Das passiert dann wirklich, wirklich schnell. Und ich glaube schon auch, das ist der Grund, warum wir diesen Approach gewählt haben, eben technologie-ready zu sein, die Technologie zu verstehen, sich mit den Protokollen zu beschäftigen, weil wir nicht wissen, weil wir keine Glaskugel haben, was in Zukunft passieren würde. Und ich glaube, das ist wahrscheinlich auch das, was jetzt mit Michael Saylor passiert. Also er hat ja die Geschichte auch durchgemacht. Wenn ich es richtig im Kopf habe, hat er vor ein paar Jahren noch gesagt, das ist nichts wert und Bitcoin hat keine Zukunft. Und dann irgendwann hat er auch da die Sichtweise, hat sich damit beschäftigt und sich damit auseinandergesetzt. Und jetzt als Unternehmen mit dem Bitcoin im Balance Sheet oder als Bitcoin-Unternehmen als solches wahrscheinlich auch neue Opportunitäten entdeckt. Und man kann ja da auch die Parallele zum Internet ziehen. Ich sage jetzt mal 1993, wussten wir noch nicht, wo das Internet hingeht. Da war es mal eine Message-Box von A nach B. Und heute haben wir alles da drin. Also das ist eine ganze App-Box. Und ich glaube, das ist auch mit der Entwicklung von so einer Technologie, Bitcoin und Blockchain ähnlich. Also wir wissen nicht, was noch kommen wird. Ob wir jetzt in 10 Jahren alle Assets tokenisieren und ob es eine Settlement-Layer gibt oder dann verschiedene Sidechains oder verschiedene Protokolle, da wird auch der Markt spielt damit und die Leute, was wollen die Leute, wissen wir schlussendlich nicht. Wir können eben antizipieren da drin, aber ich glaube, das ist schon auch eine Richtung genau, was jetzt eigentlich so passiert in der Adaption. Findest du, dass wir als du hast ja gesagt, du hörst auch meinen Podcast ab und zu, würde mich interessieren, findest du, dass wir als Community oder ich als Kanal das Thema gut genug abdecke vom Spektrum her oder sind wir vielleicht zu engstirnig, sollten wir uns vielleicht doch mit anderen Dingen auch beschäftigen? Also, weil mein Eindruck ist, du beschäftigst dich mit dem intensiv, du hast Jeff Booth gelesen und du kennst alle Argumente quasi für Bitcoin-Maximalismus, bist aber technologieoffen, muss das natürlich auch sein in deinem Job, das sehe ich ein. Sind wir da manchmal zu engstirnig oder ist es gut, sich auf eines zu konzentrieren, weil auch Bitcoin ja extrem mannigfaltig ist? Ich glaube,
es ist wichtig, dass wir uns mit anderen Protokollen oder mit anderen Ideen beschäftigen und was die Hintergründe sind, warum man das Konzept anders angehen will. Das kann eben Block Wars, da gibt es ja verschiedene Ansätze, die im Protokoll, man will etwas anders umsetzen, eben die Blöcke größer machen, man will ein anderes Protokoll machen, ein Fork, und was da die Vor- und Nachteile sind. Und ich glaube schon, dass da die Community manchmal ein bisschen zu abgrenzend ist, und weil ich glaube, dass es doch Punkte gibt, die andere Protokolle gut machen, was nicht heißt, dass das Bitcoin nicht als solches spezielle Eigenschaften hat. Da bin ich davon überzeugt, weil es hat auch eine ganz spezielle Entstehungsgeschichte. Es gibt aber durchaus, sag ich mal, Punkte Zero Knowledge Proofs, die auch aus technologischer Sicht oder in anderen Anwendungsfällen sehr wichtig sein können. Anonymität. Blockchain ist nicht anonym, es ist pseudonym, und das kann wieder zu Problemen führen, die wir vielleicht als Nutzer nicht wollen. Was gibt es da für Lösungen? Gibt es andere Protokolle dazu oder Möglichkeiten? Mhm. Was ist der Vorteil auch vielleicht von eher statischer oder langsamer Entwicklung, wie wir es bei Bitcoin sehen? Die ist ein bisschen träge, aber das hat ja auch einen Grund. Ich ziehe da Parallelen zum Schweizer Staat. Wir sind vielleicht nicht die schnellsten im Umsetzen, aber es hat eine gewisse Stabilität. Das ist wichtig. Also ich spreche hier für die Vereinigten Deutschen und Österreicher, dass wir immer neidisch sind auf euch. Ja, danke. Wir freuen uns immer in der Schweiz, dass wir in der Schweiz sind. Auf jeden Fall. Aber das hat Vor- und Nachteile. Und was sind diese? Wenn ich die Roadmap von Ethereum angucke, da hat es sehr spannende Sachen drauf. Aber kann die Komplexität vielleicht auch ein Problem sein von den vielen Governance-Änderungen? Ich kann ein Beispiel machen. Wir hatten vor kurzem ein Update von der Blockchain Polygon. Wir bieten verschiedene Coins an, sind aktuell 5. Und da kann jederzeit was kommen. Und es ist auch sehr viel, ich sage jetzt mal, schneller als im Bitcoin, wo man mehr Vorlaufzeit hat. Und ich sage jetzt mal, vielleicht kleinere Schritte macht als bei anderen Coins. Was ist Vor- und Nachteil von dem? Instabilität oder Skalierbarkeit oder Stabilität und Sicherheit? Und von dem her würde ich mir wünschen, dass die Bitcoin-Community eben sich nicht so sehr abgrenzt, auch andere Sachen anhört und dann fragt, eben was machen die anderen gut? Oder ist es hat das vielleicht Vorteile, oder können wir etwas umsetzen, was Bitcoin vielleicht auch nutzt? Und das zu vergleichen. Da, glaube ich, haben wir schon noch Punkte. Aber am Ende des Tages bietet ihr die als Investment an. Und ich nehme an, wenn ich jetzt raten darf, ihr bietet also an Bitcoin und Ethereum. Ja. Und dann wird's schon schwierig. Was sind denn die anderen drei? Absolut. Die anderen drei sind Polygon, Chainlink und USDC, also ein Stablecoin. Ah, interessant. Das wäre nämlich meine, also da gibt's Polygon ist quasi eine andere Variante von Ethereum, und Chainlink ist dieses, wir lösen das Oracle-Problem. Oracle-Problem, genau. Und da werden jetzt viele sofort Bauchschmerzen bekommen und sagen, das Oracle-Problem kann nur gelöst werden, indem du es gar nicht erst entstehen lässt. Das hat Bitcoin. Aber okay. Die Stablecoins. Also für mich sind Stablecoins ein Thema, wo ich sage, technologisch und auch was die Bedeutung im Weltfinanzsystem des Dollars etc. betrifft, ist das ein Thema, das man sich ansehen muss. Ja, weil wie steht ihr dazu? Wo nutzt ihr das? Weil als Investment werden sie es ja nicht anbieten. Also dann hat das ja eine andere Rolle. Absolut. Also USDC ist in dem Sinne nicht ein Investment, sondern das ist On- und Off-Ramp. Und das ist auch das, was Stablecoins eigentlich jetzt in der Welt eigentlich darstellen. Transaktionen schnell von Marktplätzen hin und her verschieben, eben Cross-Border-Zahlung, das gibt es sonst nirgends, dass wir das irgendwie schnell hin und her kriegen. Und ich glaube, das ist schon auch ein Case. Für mich ist das einer der ersten großen Killer-Cases neben der Asset-Variante selber oder Bitcoin als solches, sind die Stablecoins. Und die Adoption in den letzten Jahren war riesig. Also wenn wir Tether angucken, was da die Transaktionsvolumen sind, das ist schon ein sehr beachtlicher Wert. Und was ich aber auch glaube, oder warum wir diese Coins anbieten, ich glaube, was passieren muss in Zukunft ist, dass Kryptowährungen nicht in einen Topf geworfen werden. Und das ist auch das, was wir
eigentlich probieren, die Leute auszubilden. Eben Bitcoin hat ganz andere Charakteristiken als Ethereum oder Polygon und Chainlink. Es sind unterschiedliche Use Cases, es sind unterschiedliche Funktionen. Ein Protokoll wie Ethereum kann vielleicht als Fintech-Unternehmen angeschaut werden, als Smart Contract Plattform, Polygon Layer 2, Skalierungslösung, eben Oracle, als Oracle-Problem oder Dienstleister als solches. Also es sind eigentlich verschiedene Use Cases, die betrachtet werden müssen. Und das würde ich mir auch wünschen, auch für die Adaption von Bitcoin, dass man das unterscheidet. Weil das passiert heutzutage auch bei den Retail-Kunden nicht. Es ist alles ein Topf. Und das ist auch, sag ich mal, aus Bankensicht oft so, dass man da die Unterscheidung nicht macht und sich auch nicht damit beschäftigt, eben wie die einzelnen Kryptowährungen funktionieren. Naja, ich glaube, es ist, also ich habe das jetzt gefragt, weil ich das auch für wichtig finde, dass man ab und zu mal drüber redet, auch Stablecoins und so. Die Abgrenzung ist, also du hast ja recht, dass die meisten Menschen noch keine Unterscheidung treffen zwischen Bitcoin und Krypto. Und das heißt, noch müssen wir eigentlich die Abgrenzung nach außen hin kommunizieren. Mir zum Beispiel ist es vor allem deswegen wichtig, weil ich möchte keinen Krypto-Podcast machen, wo ich sage, hey, Krypto ist cool, und dann kaufen die Leute irgendeinen Krypto-Blödsinn. Und dann sagen sie, ja, aber du hast doch gesagt, Krypto ist cool. Ja, ihr macht die Abgrenzung, indem ihr nur diese bestimmten anbietet. Ja, was ja eh, vor allem aus der Perspektive 2016, vollkommen verständlich ist. Also das möchte ich überhaupt nicht, gar nicht verurteilen. Ich verstehe das auch. Aber wie ist da die Nachfrage seitens der Kunden jetzt? Also werden die anderen Coins im Verhältnis ihrer Marktkapitalisierung auch gekauft oder eher nicht? Wert gekauft, aber der Großteil ist Bitcoin. Und also wirklich ein viel größer als die Dominanz aktuell im Markt. Also das merken wir, und es ist sehr spannend, auch das Nutzerverhalten zu sehen. Also sehr viele Kunden, die investieren, machen das auch antizyklisch. Also ich sage jetzt mal, beide Dip. Das ist sehr spannend. Das erwartest du eigentlich von vielen, ich sag mal, Lookup-Kunden so nicht. Und die anderen Kryptowährungen sind nachgefragt. Wir machen das aus Kundennachfrage, nicht weil wir einfach jetzt mal einen schönen Blumenstrauß wollen, sondern weil die Kundennachfrage da ist. Aber die ist geringer als bei Bitcoin. Das ist so. Gibt es das, also du hast mir vorher die Antwort nicht ganz gegeben. Wer sind denn jetzt so eure neue Kunden? Was kann ich mir da vorstellen? Das wäre schon ganz wichtig zu wissen. Also keine Namen und keine Summen, aber sind das Privatkunden, sind das Firmenkunden, sind das Großkunden, Kleinkunden? Das sind vor allem Kleinkunden, ich sag's mal Kleinsparer, Retailkunden, Privatkunden, die bei uns investieren, und das ist eigentlich auch das Hauptgeschäft unserer Bank. Also wir haben sehr viele, sag's mal, Retailkunden. Und auch die Investments, das geht von 10 Franken geht das los. Also da wird, wie man es eigentlich immer wieder diskutiert, mit kleinen Beträgen teilweise angefangen, und das geht bis zu großen Beträgen, wo da investiert wird. Wir haben natürlich auch teilweise professionelle Kunden, größere Kunden bei uns, aber das Hauptgeschäft Retail-Kunden. Was ich noch sagen kann, dass durchschnittliche Alter von unseren Kunden ist etwa 45. Da haben wir auch natürlich im Vorfeld schon Auswertung gemacht, das können wir erwarten, welche Kunden würden auf so ein Produkt ansprechen, und wir haben da eigentlich eher dazu mal erwartet, oder auch die Umfragen haben gezeigt, dass eher jüngere Kunden natürlich in solche Produkte investieren, aber das hat sich jetzt eigentlich nicht bestätigt, und ich glaube, das ist auch ein Indiz wieder für die Adoption von Bitcoin und der Technologie als solches. Also die Leute beschäftigen sich jetzt auch, ich sage es mal, in einem fortgeschrittenen Alter, oder wenn man schon investiert hat und wenn es nicht der Erstkontakt ist, das ist ja bei Jungen oft der Fall, dass der Erstkontakt irgendwie mit einer cooler Kryptobörse oder Bitcoin Wallet App ist, und jetzt beschäftigen sich andere Investoren auch mit dem, und das ist jetzt auch, was wir so ein bisschen sehen. Kann ich als Österreicher oder können Deutsche bei euch auch Kunden werden?
Nein, wir haben das Produkt aktuell nur für Kunden mit Domizil Schweiz. Also wenn du in der Schweiz ein Domizil hast, dann kannst du das, aber ansonsten haben wir keine anderen Kunden. Ja, ich habe mein Haus am Genfersee jetzt erst verkauft, erst vor kurzem muss ich mir wieder ein neues suchen, ja. Nein, okay. Scherz, also nein, habe ich leider nicht, aber ich denke jetzt die ganze Zeit nach, ob ich in Österreich eine Bank gibt, die diesen Service bereits anbietet, und mir fällt jetzt keine ein. Es hat die große Raiffeisenbank, hat Bitpanda als White Label implementiert, aber das ist sehr gut, kann ich mir gleich Bitpanda runterladen. Und es gibt in Bayern die VR-Bank, die Bitcoin-Lösungen anbietet, aber in der Schweiz, wenn ich das richtig verstehe, seid ihr ja auch nicht die Einzigen. Das ist ja eigentlich schon relativ weit fortgeschritten, was die Bitcoin-Services betrifft. Ja, das ist so. Also wir haben relativ dichte Breite, wenn ich es richtig im Kopf habe, sind es 34 Banken bereits, die solche Services anbieten auf verschiedenster Ebene. Die Kantonalbanken sind da auch ein bisschen Vorreiter. Also wir haben 4 respektive 5 Kantonalbanken, die da bereits ein Offering haben. Wir waren eine der ersten. Und das hat bestimmt auch damit zu tun, aufgrund der Regulation, die wir in der Schweiz haben, also der Rechtsrahmen, der war im 21, war die TLT-Regulierung in Kraft getreten. Und wir haben seit da eigentlich wirklich die Vorgaben, wie wir so ein Produkt umsetzen müssen. Das ist wahrscheinlich auch der Grund, dass jetzt da in der Schweiz so viele Dienstleister bereits solche Lösungen bringen. Was ja eigentlich noch erstaunlich ist. Also wenn man daran denkt, dass wir im, ich sag jetzt mal, Disneyland oder mit dem Schweizer Franken Disneyland leben und Krypto-Adoption oder Bitcoin-Adoption auch in Ländern ist, wo Inflation hoch ist, eigentlich sehr nachgefragt ist und jetzt trotzdem sich die Leute eben mit alternativen Anlagemöglichkeiten und Bitcoin in der Schweiz beschäftigen, das ist schon noch eine erstaunliche Entwicklung und hat jetzt eben auch aufgrund, ich sag jetzt mal, der großen Asset Manager und Banken, die solche Lösungen bringen, bestimmt auch mit zu beigetragen. Das glaube ich auch, aber kennst du das berühmte Zitat von Barack Obama zu Bitcoin und der Schweiz? Ja, genau. Swiss Bank Accounts in their pockets. Ja, genau. Ja, Swiss Bank Account in everybody's pocket. Ja, und er hat gesagt, ja, wollen wir das? Ja, wollen wir das wirklich? Ja, aber das ist schon. Also offenbar gibt es da einen Zusammenhang auch einfach in der Rolle, die der Schweizer Bankenplatz und auch dem Selbstverständnis der Schweizer spielen. Und da macht das einfach Sinn in meinen Augen. Ja, das auch zu adoptieren, sich nicht dagegen zu wehren. Und das scheint ja zu funktionieren, es scheint ja nachgefragt zu werden. Ist es auch so innerhalb der Banken, dass jetzt die zu euch kommen und sagen, könnt ihr uns da mal helfen, mach mal einen Workshop oder euch da anzapfen? Ich weiß nicht, wie das funktioniert auch, oder ist das unter Konkurrenten nicht üblich? Bis zu einem gewissen Teil haben wir Austausch untereinander, wenn es eben so technologiebasiert oder neue Themen sind, wie denn das funktioniert und ich sage jetzt auch regulatorische Themen. Also wir ziehen ja da auch oft an einem gemeinsamen Strick, weil da ist auch sehr dynamisch. Die FINMA hat des Öfteren wieder neue Aufsichtsmitteilungen. Ich sage jetzt, Stablecoins sind gerade rausgekommen. Da war haben wir das aus der Community kritisch gesehen. Das war genau eine Herausforderung und da tauschen wir uns bestimmt auch aus und ich glaube, das ist auch gut, denn was man sehen muss, eben bei der Adoption von Bitcoin und Blockchain, es gibt kein Blueprint. Also als ich im 2017 angefangen habe, da gab es noch nicht mal die richtigen Provider für solche Mittel. Also wie hätte ich das umsetzen müssen? Wahrscheinlich auf einer Hardware-Wallet oder irgendein Server oder vielleicht mal ein Cox oder ich weiß nicht. Das gab es da zumindest nicht. Und das hat stetig jetzt, hat sich das weiterentwickelt. Und das ist eigentlich auch, jetzt mal innerhalb der Banken entwickeln sich Standards. Eben, was macht eine sichere Verwahrung aus? Wie können wir das regulatorisch zusammen angehen? Was ist gut und was ist schlecht? Und ich glaube schon, in der Schweiz haben wir ein sehr gutes Framework, wo wir die Kunden auch sehr, sehr gut schützen können. Ich sage jetzt mal, in einem Konkurs, du kannst eigentlich das Asset als Aktie abbilden und das wird dann in jedem Fall ausgesondert. Also das gehört immer dem Kunden. Also das sagt ja auch, aufgrund der Regulierung ist da der Kundenschutz eigentlich schon sehr weit. Und eben, was wir noch verbessern können und aufgrund, ich sag jetzt mal, der neuartigen Funktionsweise und Herausforderungen von der Technologie tauschen wir uns aus. Was ist jetzt, oder anders, also diese Store-of-Value-Geschichte, die jetzt auch
sich immer stärker herausbildet, von manchen auch missverstanden wird. Ist das der Grund, warum die Leute jetzt sagen, sie kaufen ein, es spielt die Inflation eine Rolle? Also weißt du was über die Motivationen der Investoren? Was wir feststellen oder was wir analysiert haben, es gibt verschiedene Motivationen. Also es gibt solche, die wollen es einfach mal ausprobieren. Es gibt solche, die haben sich mit dem beschäftigt seit Jahren, eben haben Bitcoin-Standard gelesen, haben sich mit den ganzen Mechanismen auseinandergesetzt. Und da gibt es verschiedene. Aber ich glaube schon, Bitcoin hat auch ökonomische Grundprinzipien, die nicht zu vernachlässigen sind. Angebot und Nachfrage und ein Fixed Supply von 21 Millionen ist was Einzigartiges. Die Schwierigkeit ist da, es ist ein Paradigmenwechsel. Viele verstehen nicht. Das heißt eine digitale Knappheit jetzt. Und wie kann das auch in Zukunft funktionieren? Also eben hat das Wert. Das ist eine Diskussion, die wir oft in der Bank führen. Bitcoin hat keinen Wert. Und doch, der Markt sagt, es hat einen Wert, also Angebot und Nachfrage, es ist da, es gibt Marktplätze, es wird verkauft und so weiter. Und ja, schlussendlich ist es auch eine Glaubensfrage, aber es hat auch eben mit der Funktionsweise und Implementierung von Bitcoin als solches zu tun. Ja. Weil du sagst Paradigmenwechsel, ich habe das hier liegen, das ist von ein Paper von Coinfinity, das erst vor kurzem herausgekommen ist, österreichischer Bitcoin-Broker seit über 10 Jahren. Paradigmenwechsel in der Vermögenssicherung. Schicke ich dir den Link, ich könnte interessant sein. Sehr für gerne. Dich und deine Kunden auch. Wir bereiten das auch wirklich super auf, weil eines der Probleme ist bei dem Research zum Thema Bitcoin, es gibt eigentlich sehr wenig mit Original auf Originaldeutsch. Ja, also du kannst natürlich heute mit ChatGPT und so weiter super übersetzen, aber gerade wenn es um die Geldanlage geht, wollen ja die wenigsten sich dann auf Englisch informieren. Was ist denn Bitcoin eigentlich für dich aus deiner Sicht? Aus meiner Sicht? Bitcoin ist Wissen aus meiner Sicht. Bitcoin ist eine sehr faszinierende Technologie. Bitcoin ist ein Asset. Bitcoin kann Geld sein. Bitcoin ist Geld. Also Bitcoin hat für mich ganz viele Eigenschaften. Und das habe ich jetzt auch in den letzten Jahren eigentlich kennengelernt. Geld, Biologie, Technologie, Ökonomie, Physik, also da gibt es so viele Sachen, die da eine Rolle spielen. Und für mich ist es auch eben wirklich ein Wissensfundus. Ich habe mich vorher nie groß mit Geld beschäftigt. Das machen wir viel zu wenig. Und man stellt sich ja auch oft in der Community, wenn ich an der Community bin, warum haben wir kein Fach Geld in der Schule seit Jahren? Oder ja, aber die Antwort ist ja völlig logisch. Ja, die Antwort. Antizipiert, das ist logisch, genau. Warum sollte man das machen? Ja, also dafür ist es auch zu spät. Also Bitcoin sorgt da meiner Meinung nach schon auch ganz enorm für Aufklärung. Das muss man schon sagen, ja, weil wir diese Perspektive jetzt haben. Du hast gesagt, du hast dich vorher nicht mit Geld beschäftigt. Ich finde ja auch hoch faszinierend. Jetzt muss man dazu sagen, du bist ja kein Banker, wie du am Anfang gesagt hast, sondern kommst aus der Technologie. Aber in der Bank gibt es dann immer noch Widerstand, hast du gesagt. Aber wird das weniger oder ist das einfach ein permanenter Zustand? Also zuerst noch, ich habe mich nicht mit Geld beschäftigt, aber halt nicht in der Tiefe, wie man das macht, sorry. Mit Bitcoin. Also das ist halt vorher, es ist wirklich auf dem Bankkonto, man zahlt damit und man weiß, man hat Zinsen und gewisse Investitionsmöglichkeiten, wie wir das alle haben. Zum Widerstand. Ja, ich glaube, es wird weniger, weil eben, es gibt sehr viele gute Informationsquellen heutzutage. Es gibt große Institutionen, die das sehr professionell aufarbeiten, analysieren. Ich mache ein Beispiel. Wir haben bei uns intern einen Vergleich gemacht, Volatilität, Bitcoin und andere Aktien. Das ist auch sowas. Man sagt immer, Bitcoin ist sehr volatil. Bitcoin ist volatil, das ist absolut so. Aber es gibt auch im Marktvergleich, und das sind die Magnificent Seven, die großen Tech-Aktien oder Aktien, die es gibt, unter anderem Tesla, Nvidia, Microsoft, über die letzten Jahre, genauso, wenn nicht noch volatiler als Bitcoin. Also Und solche Punkte werden immer mehr aufgearbeitet. Eben, das ist die Volatilität, das ist das eine. Dann, ich sage jetzt mal,
ist es nur für Betrüger oder kriminelle Aktivitäten, da kommen Forensik-Tools dazu, es wird kontinuierlich aufgearbeitet. Und bei uns ist das halt auch von Departement zu Departement, jetzt sag ich mal, ein Learning. Also es hat nicht jeder gleich von Anfang an damit zu tun. Ich hatte gesagt, am Anfang war ich alleine, dann kam der Handel dazu, dann kam der Legal Compliance dazu. Und so haben wir alle immer mehr gelernt. Und innerhalb von der Organisation natürlich auch, kommen die Leute meistens oder vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt in Kontakt mit dem oder vielleicht auch mit den Informationen, die wir liefern oder haben. Habt ihr Research, also habt ihr quasi einen, das muss ich jetzt fragen, also habt ihr quasi in bankintern, sagt ihr, dass wir haben ein Preisziel, macht ihr das? Nein, das machen wir nicht. Aktuell gibt es keine Beratung für Bitcoin oder andere Kryptowährungen, sondern wir stellen Informationen zur Verfügung. Und ich glaube, da ist auch das Hindernis immer noch beim Advisory. Es gibt ja schon Analysten, die das machen, Preisziele stecken, obwohl ich da skeptisch bin. Man kann das Greg Foss macht das noch cool mit der Marktkapitalisierung. Wie groß könnte es dann sein, wenn so viel Geld in das Asset fließt? Das kann man aufgrund der Fixed Supply hochrechnen. Aber sag jetzt mal, wann, wo, welches Preisziel erreicht wird, sehe ich eher skeptisch. Also ich glaube, man kann gewisse Tendenzen ziehen. Und eben der Track Record fehlt oft und auch dann die Sicherheit, solche Sachen zu beraten. Ich glaube, das ist das größte Hindernis, warum wir das aktuell noch nicht machen. Aber ich glaube auch, wir als Bank müssen dahin kommen. Also dann zu sagen vielleicht eben, warum ist Bitcoin oder gut oder schlecht oder auch andere Kryptowährungen und weil Kunden das auch erwarten. Also die erwarten ja von der Bank eine Antwort und nicht, ich weiß es nicht. Ich glaube auch, dass das ein logischer Schritt ist. Also wahrscheinlich, ich fand, was ich sehr gut fand, war über die Abfolge. Zuerst kam der Handel, dann kam Legal und Compliance. Ja. Das finde ich, weil ich glaube, viele bleiben ja bei Legal und Compliance hängen in der Gedanken und sagen, ja, das machen wir besser nicht. Einfach Finger weg. Ja. Genau. Ich habe selbst schon vor Banken, auch großen Banken in Österreich, Vorträge gehalten. Da gab es dann einen, der fand das ganz interessant und die anderen haben nur die Hände über den Kopf zusammengeschlagen und haben mich für einen komplett Irren abgestempelt. Ja. Und wenn ich ihnen gesagt habe, ja, El Salvador, dann haben sie gesagt, ja, aber wen interessiert El Salvador? Und jetzt ist es so, ich habe immer noch diese Reaktion, wenn ich sage, ja, BlackRock, dann sagen sie, ja, die wollen ja nur Geld machen. Dann sage ich, ja, und ihr nicht? Ja, genau. Also das ist bestimmt so. Also es muss auch ökonomisch funktionieren. Das ist bei der Bank auch so. Ich kann ein Produkt nicht implementieren, wenn es ökonomisch nicht funktioniert. Mhm. Aber ich glaube eben, die Beschäftigung mit dem Protokoll selber oder was dann den ökonomischen Anreiz für Bitcoin ausmacht, das steckt auch dahinter. Also das ist die zweite Medaille, also die zweite Seite der Münze. Und das ist, glaube ich, auch das Wichtige. Und du hast ja offenbar, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, verbringst du nicht nur deine Arbeitszeit im Rabbit Hole, sondern auch deine private Zeit, wenn du Greg Foss auch noch mitnimmst und so. Das ist ja auch schon ein Fulltime-Job. Das ist ein Fulltime-Job, absolut. Und zweitens eben seit 2016, es passiert so viel, du kennst es selber, jeder Tag ist etwas Neues und kommt was Neues dazu, sei es technologisch, sei es regulatorisch, sei es was im Markt passiert, auch eben makroökonomisch oder in der Welt allgemein passiert und das hat Einfluss. Und meine Frau und Kinder, die hören jetzt auch Bitcoin-Podcast beim Autofahren. meine Kleine hat einen Little Hodler im Bett. Also das ist schon ein Fulltime-Job. Und ja, es ist aber auch wirklich spannend als Thema und eben hat ganz viele Facetten. Also ich will das nicht nur, ich sage jetzt mal, als auf etwas begrenzen. Das ist eben auch das, was es spannend macht und dann auch immer wieder was Neues bringt. Und ja, man wird wissbegierig durch Bitcoin selber. Mhm. Also liebe Grüße an die Frau und Kinder von Serge. Falls ihr den Podcast im Auto hören, es tut uns wahnsinnig leid, dass ihr euch immer den Bitcoin-Podcast anhören müsst. Aber man kann wirklich viel dabei lernen und man merkt auch, also wenn ich jetzt rausgehe in die Normie-Welt, wo sich niemand mit Bitcoin beschäftigt und ich erzähle, ich mache einen Bitcoin-Podcast, die glauben ja, ich spreche dann irgendwie zweimal die Woche nur über den Preis und nur über Geldanlage. Und wie du richtig sagst, es gibt Philosophie, es gibt Biologie dahinter, du hast das auch schon vorher erwähnt und ich finde das spannend, würde das gerne wissen. Also welche Organismen hast du denn gefunden? Es gibt ja diesen Aufsatz, Bitcoin ist Mycelium, glaube ich, von, hilf mir, war das Krösus? War das?
Ich hab jetzt den Namen gerade nicht im Kopf, aber ich kenne Ist den egal. Aufsatz. Ja, und Der Gigi Aufsatz. hat ja, glaube ich, auch etwas Ähnliches drüber geschrieben. Gigi hat zwei, drei hardcore geile Takes rausgehauen in seiner Zeit, Ja, ja. genau. Und mit zwei, drei meine ich eher so 30, aber Gigi zitiere ich auch immer wieder, ja. Also wo stehst du da mit deinen Überlegungen? Das würde mich interessieren. Ja, ich fand zwei, drei Bemerkungen von Michael Saylor, als er meinem Podcast war und gesagt hat, ja, was macht denn eben Bitcoin so resilient und was ist eigentlich, es ist ein, oder was ist der Grund, warum Bitcoin ein defensiver Mechanismus ist und deswegen resilient ist in der Art und Weise? Und dann habe ich mir Gedanken gemacht, ja, eben, was macht ein resilientes System aus? Und ich glaube, das ist ja eine der Haupteigenschaften auch von Bitcoin. Es ist Resilienz gegen Zensur, gegen Ausfall, gegen viele Sachen. Und ich habe da Parallelen gesucht in der Natur. Wir machen es im Bioengineering täglich, Libellenflügel, Strukturen, die funktionieren von der Natur her. Und das kann auch technologisch eben jetzt auf Bitcoin oder Netzwerke funktionieren. Und ich habe da eigentlich mal ein bisschen geforscht und um zwei Organismen gefunden. Das eine ist der Hallemasch-Pilz. Das ist der größte Organismus, den es gibt. Der ist in Amerika, der ist 900 irgendwas Hektaren groß, und glaube es bis zu 8000 Jahre alt, weil ist die Schätzung irgendwie zwischen 2000 und 8000 Jahre alt. Und was macht jetzt das System oder das Lebewesen so erfolgreich? Warum kann es so alt werden? Und das sind verschiedene Sachen. Einerseits ist es da über eine große Fläche verteilt, also es ist dezentral aufgebaut. Das Netzwerk, das ist oben der kleine Pilz, kommt raus, aber das Wurzelgeflecht ist eben über eine große Fläche verteilt. Und die einzelnen Pilze sind genetisch identisch zu den anderen. Also es ist immer eine Kopie So von wie die einem. Nodes. Genau, wie die Nodes da drin. Und aufgrund auch auf der großen Fläche kann, wenn ich sage jetzt mal im Abschnitt links irgendwas passiert, ein Feuer, Eiszeit, irgendwas, kann sich der andere Teil darauf anpassen oder wenn der eine Teil wegfällt, bleibt der andere Teil bestehen. Also das sind ja auch Punkte, Mechanismen, die wir jetzt im Netzwerk sehen. Wenn China ein Verbot ausspricht, dann funktioniert das Mining in Amerika weiter, weil die Container da hintransportiert werden und dann, sag ich mal, da weiter minen können. Und das war das erste oder die erste Lebensform. Ich habe dann aber noch eine zweite gefunden, die Pando. Das ist eine Pappel. Eine Zitterpappel, also ein Baum, das ist ein Baumgeflecht, das ist wie ein Wald, die sind untereinander, sind die verbunden, das sind ganz viele Bäume, das ist nicht einer. Das ist ein Wald, aber das ist ein Organismus und das ist der schwerste Organismus da drin. Und auch von der Fläche her sehr groß, das sind auch x Hektaren, um die 40, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und was hat dieses System so erfolgreich gemacht. Und auch da wieder ist es ist ein klonales Wachstum. Also jeder Baum ist identisch mit dem nächsten. Also die geben das weiter. Das andere ist auch, ist wieder eine große Fläche eigentlich verteilt. Und die Bäume selber haben noch einen Mechanismus von der Selbstheilung. Also, und das ist ja wieder so eine Analogie zu Updates, BIPs, also Proposals, Verbesserungen, die wir machen können. Das ist auch so ein Mechanismus von Open Source oder was jetzt Bitcoin ist. Es wird weiterentwickelt, es bleibt da nicht stehen. Also es gibt immer wieder neue Sachen. Man kann gute Sachen dazunehmen und das System eigentlich verbessern. Und das machen diese zwei Organismen eigentlich extrem erfolgreich, weil eben Reproduktion oder Langlebigkeit, also es ist eigentlich das oberste Ziel von einem Lebewesen, oder? Dass man sich reproduziert und möglichst lang eigentlich lebt. Und die Pando-Pappel, die ist, glaube ich, über 10.000 Jahre alt, nach Schätzungen, also auch sehr alt. Und das ist sehr eindrücklich. Und ich fand das eine spannende Parallele, dass solche Systeme mit ähnlichen Eigenschaften eben auch digital funktionieren können. Und ich glaube, das zeigt sich jetzt auch am Bitcoin-Netzwerk. Das heißt, Bitcoin ist quasi so eine Art, ich traue es mich jetzt fast nicht zu sagen, digitale Lebensform. Ja, da gibt es ja viele Theorien auch. Was ist jetzt überhaupt Leben? Da hat Lex Fridman einen coolen Podcast dazu gemacht. Was ist die Klassifikation zu Leben? Und wenn man nur mal die Punkte nimmt, was Leben ist, ist eine digitale Form oder Sachen sind nicht auszuschließen. Wenn man es klassifiziert, gibt es Möglichkeiten, dass man auch Digitales als Leben klassifiziert.
Aber das ist natürlich ein sehr abstraktes Konstrukt und ich weiß auch nicht, ob ich das wirklich fassen kann, ob das wirklich im Netzwerk als lebendes Konstrukt, aber nehmen wir KI, das ist ja auch etwas, was sich kontinuierlich weiterentwickeln will oder vielleicht einen neuen Platz suchen will. Auch das ist eine Art von eben Reproduktion, von Lernen, Wege suchen, eben von solchen Mechanismen. Ich denke über diese Dinge wahnsinnig gerne nach. Und das ist der Grund, warum ich den Podcast so gerne mache, weil ich dann auch mit Leuten spreche, die sich über diese Dinge schon Gedanken gemacht haben. Und das ist vielleicht auch der Grund, warum wir den Podcast dann überhaupt machen, weil quasi diese Begeisterung, das Rabbit Hole, dieses Gefühl auch, dass man bei vielen im Bitcoin-Space hat, dass sie was beitragen wollen, dass offenbar Bitcoin einen dazu veranlasst, also quasi aus denen, die Bitcoin adoptiert haben, dann wiederum ein Medium macht, dass das für die weitere Adoption sorgt. Und ich habe das schon ganz früh erlebt, also die Leute, die seit 2011 dabei sind, die immer noch bei jeder Gelegenheit fragen, ja, kann ich nicht auch in Bitcoin zahlen? Und inzwischen mache ich das auch. Also es ist wie ein automatischer, ich will die Bitcoin gar nicht hergeben, ich frage trotzdem. Ja, genau. Das ist dann so. Dann wirst du dann eben die ganze Zeit holen. Aber trotzdem, da gehört eben auch das Zahlen damit zu. Und ich meine Kollegen, wenn wir jetzt wieder an die Events gehen, zum Beispiel nach Lugano, bezahlen gehört auch dazu. Also es muss ja eine Ökonomie werden. Und ich glaube auch, dass wir da eben aus Community und im Verständnis von Bitcoin, wenn es dahingehend Geld sein soll, das auch nützen müssen, was nicht heißt, dass wir jeden Bitcoin ausgeben. Ich will ja auch nicht jeden Bitcoin ausgeben. Aber da muss schon auch noch eben, vielleicht muss es mehr Möglichkeiten geben, auch zu zahlen. Das ist ja immer noch ein begrenztes Angebot. Ja. Aber eben die Überlegung, dass man es so braucht, muss dann schon auch stattfinden. Abschließende Frage, Serge, was glaubst du oder was erwartest du als jemand, der sich jetzt wirklich seit 2016, das sind also jetzt 8 Jahre, das ist crazy, wirklich professionell mit dem Thema auseinandersetzt? Ich habe ja in Maribor Anfang November bin ich bei der NYSEDGE-Konferenz, da halte ich auch einen Vortrag unter dem Titel 2024, a crazy year for Bitcoin. Also da werde ich mal zusammenfassen, was eigentlich alles passiert ist, was wir schon wieder vergessen haben. Was erwartest du für 2025? Also ganz bestimmt, es werden weitere Institutionen kommen und ich glaube, das hängt auch damit zusammen, dass die internationale Situation schwierig wird. Man sucht Alternativen, auch in der Adoption, in der Technologie und ich glaube auch, Ineffizienzen in unserem System, in der Finanzinfrastruktur werden mit Bitcoin, wie wir sehen, also wir nutzen beispielsweise Bitcoin Lightning in unserer Kantine zum Zahlen. Also solche Sachen werden Schritt für Schritt weiterkommen, weil sich die Leute jetzt als Asset beschäftigen, dann vielleicht später noch mit der Technologie und die weiteren Use Cases entdecken. Also ich glaube, da wird die Adaption dahin stattfinden, dass das Bitcoin-Blockchain Mainstream-Adoption noch weiter voranschreiten wird und noch mehr Banken, Institutionen und die großen Asset-Manager da sehen werden, wie das funktioniert. Und ich glaube auch Beispiele, wie es MicroStrategy macht. Ich glaube, das wird kein Einzelfall bleiben, weil das auch so erfolgreich ist. Und vielleicht auch andere Staaten. Also wir sehen ja jetzt schon neben El Salvador Staaten, die Bitcoin halten. Und das hat auch einen Grund, dass die sich aus ökonomischer Sicht mit dem Asset beschäftigen. Und diese Überlegungen, die werden weiter voranschreiten. Ich habe keine Glaskugel, aber wir haben es in 2016 schon einigermaßen antizipiert. Und ich glaube, die Entwicklung ist nicht mehr aufzuhalten, wird weiter schnell voranschreiten. Das ist irre, dass du mir nach einer Stunde rückst du raus, damit das hier der Kantine mit Lightning zahlt. Ja, genau. Das ist schon spannend. Und gibt es da die Leute, die Bitcoin nicht mögen, dürfen aber schon noch mit Franken zahlen? Oder sind die gezwungen? Nein, es ist ein freiwilliges Terminal. Aber es ist eben auch wieder ein Punkt, wie kann man Bitcoin skalieren? Wie kann man das nutzen? Und es ist nicht nur ein Store of Value oder ein Asset, das man im Depot innen haben kann, sondern man kann damit auch zahlen und das geht super schnell. Und das habe ich Anfang an eigentlich gemeint. Wenn man das nur anguckt, weiß man nicht, wie es funktioniert. Und wenn man dann Bitcoin mal transferiert, dann geht's mit Lightning ganz schnell, zack.
in no time, real time transactions. Und das sind die Mechanismen, wo wir gesagt haben, man kann es verbessern oder man kann es skalieren. Und solches Verständnis aufzubauen, eben auch in unserer Kantine, das machen wir tagtäglich. Stark, sehr stark. Also, deine Kollegen sind bei der Konferenz am 16.11. Dorfkeller in Stans. Ist das, habe ich das richtig ausgedrückt? In Stans, genau. Stans, in Entschuldigung, sorry. Freier Eintritt. Die Website kommt natürlich in die Shownotes, genauso wie Links zu deinem Programm. Gibt es Kanäle, wo du sehr tätig bist? Twitter, LinkedIn? Hast du deinen eigenen YouTube-Kanal? Habe ich nicht. Nein, ich bin zu Gast und vor allem dann in einer Analyse oder ich höre Podcasts. Ich bin von der Bank her auf LinkedIn unterwegs und da auch immer mit Analysen zu treffen oder Mitarbeit und vielleicht im einen oder anderen weiteren Podcast, wenn es dann eine Anfrage gibt. Cool, würde mich freuen, wenn wir das wieder machen. Vielen Dank für deine Zeit und ja, alles Gute für die Konferenz und für das nächste Jahr. Das wird wild, das wird wild.